Der britische Premierminister Keir Starmer hat gesagt, der russische Präsident Wladimir Putin habe den Krieg in der Ukraine begonnen und könne ihn jederzeit beenden. In einer Rede auf dem Weg nach Washington zu Gespräch mit US-Präsident Joe Biden sagte er, die Ukraine habe ein Recht auf Selbstverteidigung. Diese Äußerungen kamen einen Tag, nachdem britische Medien berichtet hatten, dass die USA und das Vereinigte Königreich beschlossen hätten, der Ukraine den Einsatz von teilweise in Großbritannien hergestellten Storm Shadow-Raketen zu gestatten, um Ziele tiefer in Russland zu treffen. Putin warnte jedoch, dass sich Russland dann im Krieg mit der NATO befände. Имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться. In Kiew traf der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky die Staats- und Regierungschefs der baltischen Staaten. Nach Angaben des Pressedienstes des Präsidenten erörterten die Parteien die Stärkung der militärischen und technischen Zusammenarbeit. Der litauische Präsident sagte, der Westen müsse der Ukraine erlauben, vom Westen gelieferte Waffen gegen militärische Ziele in Russland einzusetzen. Zelensky hat diesbezüglich erneut auf die Erlaubnis der westlichen Verbündeten gedrängt. Russia goes on counteroffensive in Kursk region, a little over a month after Ukrainian forces lightning incursion. The size, scale and potential prospects of the operation are unclear and the situation remains fluid as of today, but let's take a closer look at where the movement is. As per the available information, the counterattacks started along western edge of the Ukrainian salient. Here, this is this area in red, and they're also reportedly trying to advance from a few axes from the north, northeast and west. These are these yellow areas here. Now, look at this area here, west of Snagost. This is where Ukrainian forces reportedly began new attacks against Russian counteroffensive. There are claims that Ukrainian forces are operating southwest of Snagost, which is roughly 5 kilometers from the international border, suggesting that Ukrainian forces recently advanced near the settlement, reportedly after crossing the border. Russian Ministry of Defense and Russian mail bloggers claim that those Ukrainian attacks have been repelled, but it is unclear how much force Ukraine has committed to the reported counterattack. The Institute for the Study of War says available visual evidence suggests that Russian forces counterattacking in Kursk region may be using elements of more combat-experienced units to conduct counterattacks, although it is unclear how effective those operations will be since some of these units have been heavily degraded and reconstituted many times. Russian forces may intend to temporarily bisect the Ukrainian salient in Kursk region before beginning a more organized and well-equipped effort to push Ukrainian forces out of Russian territory. Nach einem Referendum aus dem Jahr 1987, das ein Verbot der Kernenergie vorgesehen hat, hat Italien mit dem Ausstieg aus der Atomkraft begonnen. Angesichts der Notwendigkeit, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren, überdenkt die derzeitige Regierung ihren Kurs in dieser Frage. Der italienische Umweltminister kündigte vor kurzem an, bis Ende des Jahres neue Vorschriften einzuführen, die den Einsatz von Kerntechnologien im Lande ermöglichen sollen. Sono state iniziate molte operazioni che preludono a una ripresa in considerazione del nucleare in Italia. Però un'indicazione univoca e determinata ancora non c'è, chiaramente. La piattaforma che ha annunciato e ha messo in atto il ministro Pichetto è molto interessante, perché naturalmente è una mappatura di quello che abbiamo ancora di nucleare in Italia, ma anche in Europa, che fa il paio poi con un'indagine conoscitiva che è in Commissione Ambiente e Turismo alla Camera. Angesichts der erwarteten Verdoppelung der weltweiten Nachfrage in den nächsten 10 Jahren ist Zucconi der Ansicht, dass erneuerbare Energien allein nicht ausreichen. Durch den Einsatz neuer Anlagetypen könnten bis 2050 bis zu 11% des nationalen Energiebedarfs gedeckt werden. Si stanno affacciando però adesso delle possibilità alternative
di centrali molto più piccoli di nuova generazione che secondo me invece andrebbero attenzionate molto. Die Frage ist, ob Kernenergie Hand in Hand mit erneuerbaren Energien arbeiten kann. Laut einer Studie, die anlässlich des Internationalen Forums in Tschernobyl veröffentlicht wurde, können beide miteinander kombiniert werden. Die Einführung von Kerntechnologien könnte der Wirtschaft sogar zugutekommen. Noi stimiamo l'indotto complessivo, il valore quindi di impatti diretti sulla filiera in collegati, di 50 miliardi di euro per le aziende italiane della filiera del nucleare. Nucleare e rinnovabili non sono in contrapposizione, sono in integrazione. L'integrazione delle due cose accelera esattamente il dispiegamento di tecnologie pulite e quindi la decarbonizzazione. Einige Umweltorganisationen sind jedoch gegen die Nutzung der Kernenergie zur Dekarbonisierung. Die öffentliche Meinung in Italien und Europa ist in dieser Frage weiterhin sehr gespalten. Der niederländische König und die Königin haben an einer Veranstaltung teilgenommen, um den 80. Jahrestag der Befreiung des Landes von der deutschen Besatzung zu feiern. Veteranen des Zweiten Weltkriegs waren ebenfalls anwesend. Der amerikanische Veteran Kenneth Thayer kehrte in das winzige niederländische Dorf zurück, das er und seine Kameraden von den Nazis befreit hatten. Die amerikanischen Truppen der 30. Infanteriedivision, auch bekannt als Old Hickory, gehörten zu den alliierten Streitkräften, die im September 1944 Teile Belgiens und der südlichen Niederlande von der deutschen Besatzung befreiten. First of all, it wasn't just me. And there, look at the hundreds and hundreds of guys who didn't make it. They're not here. Thayer war einer der Ehrengäste bei der Gedenkveranstaltung in Mesh, die den Auftakt zu den fast einjährigen Veranstaltungen zum Jahrestag der Befreiung des Landes bildet. Die Einwohner von Mesh gehörten zu den ersten Niederländern, die am 12. September 1944 gegen 10 Uhr morgens die Nachkriegsfreiheit erlebten. Zu diesem Zeitpunkt überquerten Thayer und andere amerikanische Infanterietruppen die Grenze von Belgien aus. Einen Tag später erreichten sie Maastricht. Es war die erste niederländische Stadt, die befreit wurde. Die Olympischen und Paralympischen Spiele sind zu Ende und Frankreich steht vor einer Rechnung von mehr als 8 Milliarden Euro. Wenn die endgültigen Kosten so bleiben, hat Paris die preiswertesten Sommerspiele seit Jahrzehnten ausgerichtet. Die Olympischen Spiele in Tokio 2020 haben mehr als 12 Milliarden Euro gekostet. Da Paris kaum neue Austragungsorte gebaut hat, sondern bereits bestehende genutzt hat, sind die Kosten geringer geblieben. Aber wie viel hat Olympia der französischen Wirtschaft gebracht? Für genaue Zahlen ist es noch zu früh. Aber nach Angaben von Choose Paris Region, der Agentur für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung der Hauptstadt, sind die ersten Daten bereits ermutigend. On a eu 500.000 touristes de plus que l'été dernier pendant la période des Jeux olympiques et paralympiques. Et donc ça forcément, c'est des retombées économiques certaines. Il y a plus également de touristes internationaux que ce que nous avions anticipé. Donc là aussi, c'est une clientèle qui dépense davantage. Et donc, mais on attend encore les retombées économiques exactes. Nach Angaben des Zentrums für Recht und Wirtschaft des Sports, CDES, könnten die Spiele der Region Paris zwischen 6,7 und 11,1 Milliarden Euro einbringen. Die genauen Zahlen werden erst in ein paar Monaten veröffentlicht. Diese Zahlen könnten auch eine langfristige Wirkung haben. Les retombées à venir, il y a des perspectives assez encourageantes puisqu'on voit une hausse des réservations aériennes hein, de plus 7% en octobre, plus 6% en novembre qui arrive par rapport à 2023, alors que l'année dernière était déjà très positive puisqu'on avait eu la Coupe du monde de rugby. Donc ça va avoir des retombées économiques extrêmement bénéfiques pour tous nos acteurs du tourisme, même ceux qui n'ont pas l'impression d'en avoir pleinement bénéficié cet été. Mais les chiffres globaux sont positifs, plus 15% de fréquentation touristique sur la période des JO. Die französische Zentralbank bestätigte ihre Prognose für das dritte Quartal. Das Wirtschaftswachstum wird, auch dank der Olympischen Spiele, auf etwa 0,4% geschätzt. Και με τη συνολική πάντως δημογραφική κατάρρευση να καθίσταται
κυριολεκτικά ένα υπαρξιακό στοίχημα για το μέλλον μας. I'm on the Greek island of Chios, where empty villages like this one serve as a reminder of a new kind of threat facing the country as a whole. After years of economic hardship, many young Greeks have decided to either move abroad or delay starting a family. With its population expected to plummet in the coming decades, the nation is now grappling with a severe demographic crisis. Find out more in a new episode of Witness. Υπάρχει μία συνεχόμενη μείωση του πληθυσμού, ειδικά στις νέες ηλικίες, διότι η κρίση έκανε τον κόσμο να ξαναφεύγει προς τις ευρωπαϊκές χώρες και προς την Αμερική. For a very large period of time, even though I had my degree, I was unemployed. I couldn't find a job. How can you buy a house and how can you raise a family? You can't.